Stefanie Popp hier, Propheten und Erweckung, das ist mein erster Teil zu einer kleinen Serie, die mir schon lange auf dem Herzen liegt. Ja, wir wollen Erweckung sehen, wir warten darauf und das ist fantastisch und alles gut. Aber ich glaube, dass noch einige Dinge geschehen müssen, damit auch in unserem Land hier wirklich der Durchbruch kommt. Und die Propheten sind ein Teil davon, die sehr wichtig sind dafür, okay? Propheten sind nicht nur dazu da, ab und zu ein prophetisches Wort zu geben oder anderen zu helfen, Gottes Stimme zu hören. Das ist eigentlich nicht das, was ihre Rolle ausmacht. Ja, das ist das, was dabei rauskommt auch. Aber wenn es um die Rolle des Propheten geht, da gibt es so ein paar ganz knackige, wichtige Dinge, die du mit großer Wahrscheinlichkeit gar nicht so auf dem Fokus hast und deswegen diese Serie. Und in diesem Video möchte ich einfach hauptsächlich kurz diese Frage beantworten, gibt es einen Unterschied zwischen Altem Testament und Neuem Testament, wenn es um die Rolle des Propheten geht? Und bevor ich dir hier eine Erklärung liefere, möchte ich einfach mal ganz platt sagen, nein, es gibt keinen Unterschied. Okay, aber sei so nett und hör dir bitte dieses Video bis zum Ende an, bevor du mich jetzt irgendwo zitierst, okay? Wir haben den fünffältigen Dienst, ja, nicht nur die Propheten, sondern im Neuen Testament finden wir beschrieben, dass es den fünffältigen Dienst gibt als Leiterschaft für die Gemeinde Jesu im Königreich Gottes, okay, das ist das größere Bild. Und da wird beschrieben, dass sie da sind zur Auferbauung und zur Vervollkommnung der Heiligen. Ja, ist irgendwie ein krasses Wort und auch ein krasses Bild. Und da gehören die Propheten mit dazu. Aber ich möchte hier einmal einen Schritt zurückgehen und dich mit ins Bild holen. Ja, denn am Anfang der Bibel, da hat Gott den Menschen einen Auftrag gegeben. Er hat zu Adam und Eva gesagt, seid fruchtbar, vermehrt euch und nehmt das Land in Besitz. Okay? Und dieses nehmt das Land in Besitz ist wirklich eine militärische Aufforderung vom Grundtext her zu erobern, ja? In Besitz zu nehmen. Und diesen Auftrag, den hat Gott nie zurückgenommen, sondern dieser Auftrag ist nach wie vor relevant und präsent. Und Jesus hat ihn quasi erweitert, auch mit seinen eigenen Worten und mit seinem Leben, das er einfach auf großartige Art und Weise für das Königreich Gottes steht. Okay? Und ich möchte das einfach in Erinnerung rufen. Wir alle haben diesen Auftrag, das Land in Besitz zu nehmen, das Land zu erobern, auch der fünffältige Dienst. Und so haben wir alle hier einen Teil, wenn du so willst, an Gottes großem Auftrag für diese Zeit, auch für unsere Nation, mit dem Ziel, das Königreich Gottes zu bauen. Okay? Und jetzt komme ich zu dieser ganz spannenden Frage, gibt es denn einen Unterschied zwischen dem Alten und Neuen Testament, wenn es um die Propheten geht? Und ich habe schon Nein gesagt, okay? Warum sage ich Nein? Schau, von Anfang an hatte Gott eines ganz klar gemacht gegenüber den Menschen. Er wollte in Beziehung mit ihnen leben. Ja, das war sein Angebot, das war sein Herzschlag. Deswegen hat er die Menschen ja überhaupt erschaffen. Und er hat von Anfang an ganz klar gemacht, immer wieder auch dann dem Volk Israel zu sagen, hey, gute Nachricht, ich bin euer Gott, ihr sollt mein Volk sein und ihr könnt zu mir kommen und zu mir sprechen und ich spreche mit euch. Ja, ist eine ganz spannende Geschichte, aber auch eine ganz tragische Geschichte, weil schon damals haben Menschen Gott abgelehnt. Sie haben gesagt, gut, das ist ja irgendwie eine nette Option, aber wir stellen uns unser Leben etwas anders vor und wir sagen deshalb, danke, aber nein, danke. Ja, es steht im Alten Testament, musst du mal nachlesen. Sie haben gesagt, sprich du zu Mose und Mose kann uns dann ja sagen, was du uns sagen willst. Also sie haben das abgelehnt, dass Gott zu jedem Einzelnen direkt spricht. Aber das Angebot war von Anfang an da. Und so sehen wir auch durch die Bibel, auch im Alten Testament, immer wieder Menschen, die das in Anspruch genommen haben und die waren gar nicht alle Propheten. Aber Gott hatte quasi keine andere Wahl, wie
sich die Propheten zu erwählen und zu sagen, na gut, dann spreche ich zu den Propheten. Und in der Bibel steht auch, ich tue nichts, ohne es meine Propheten wissen zu lassen. Ja, und sie waren dann diejenigen, auch im Alten Testament, die Gottes Reden weitergegeben haben an die Menschen. Aber Gottes Plan war ursprünglich ein anderer und das ist sein Plan auch noch heute. Ja, ich weiß nicht, ob du selber Kinder hast. Vielleicht bist du ein Vater, der Kinder hat. Und dann weißt du aus der Erfahrung, manchmal ist es so, du redest mit deinen Kindern und sie hören nicht zu. Und dann redest du nochmal und du sagst nochmal was und nochmal was. Und am Anfang bist du vielleicht ganz freundlich, aber im Lauf des Ganzen, wenn du einfach nicht die Aufmerksamkeit bekommst, die du eigentlich haben möchtest, dann wird dein Ton etwas schärfer. Ja, vielleicht lässt du mal einen Schrei und sagst, Mensch, nochmal, so geht es aber nicht und haust auf den Tisch. Okay? Und das ist exakt das, was Gott immer wieder tun musste im Lauf der Menschheitsgeschichte. Ja, er hat freundlich zu den Menschen gesprochen, werbend, einladend, hat ihnen immer wieder vor Augen gemalt, was er für sie hat. Aber die Menschen haben ihm nicht zugehört. Und hier kommen dann die Propheten ins Spiel. Dann hatte Gott oft keine andere Wahl, auch gerade im Alten Testament, weil Sünde die Menschen von Gott getrennt hat. Und by the way, Sünde trennt uns noch immer von Gott, ja, wenn wir nichts dagegen tun, wenn wir nicht mit Jesus leben und sein Blut in Anspruch nehmen. Aber dann musste Gott quasi die Propheten nehmen und sagen, das ist meine Message und es ist dein Job, das jetzt einmal wirklich zu transportieren. Und das haben sie getan, richtig? Sie haben dann oft wirklich Gericht bringen müssen, also harte Worte von Gott verurteilen und richten und auch mit Androhung von den Folgen, die daraus entstehen werden. Und ich denke mir immer, oh meine Güte, die Propheten im Alten Testament, die hatten wirklich einen pickelharten Job. Ja. Aber einfach das große Bild zu betrachten, kann man verstehen, warum sie in aller Regel einfach diese harten Worte bringen mussten. Ja. Das hatte mit den Menschen damals zu tun. Und im Alten Testament war das Gesetz gültig. Und wenn Menschen gesündigt hatten, dann mussten sie Opfer bringen, um eine Art von Wiedergutmachung zu leisten, um wieder halbwegs versöhnt zu sein mit Gott. Das war der alte Bund. Ja, und in diesem Bund haben auch die Propheten ihren Platz eingenommen. Und hier kommen wir jetzt vielleicht zum entscheidenden Faktor, wo man sagen kann, ja, hier gibt es einen Unterschied für die Propheten im neuen Bund. Es ist nicht, dass ihre Rolle sich geändert hat. Ihre Rolle ist nach wie vor die gleiche und darum wird es auch in meinen nächsten zwei Videos gehen. Aber was sich natürlich geändert hat, ist der neue Bund. Jesus kam auf diese Erde und durch Golgatha, durch sein Blut, dadurch, dass er sein Leben gegeben hat, hat er den Weg geöffnet für dich und mich zurück in die ursprüngliche Beziehung mit Gott. Ja, so ist quasi die Botschaft des neuen Bundes Wiederherstellung. Ja, nicht Gericht und Verderben und Verdammnis auf ewig, sondern es gibt immer einen Weg. Die Tür ist offen durch die Gnade Gottes hinein in Versöhnung mit Gott. Und das ist die Botschaft des neuen Bundes und das ist natürlich auch die Botschaft, die Propheten in unserer heutigen Zeit tragen dürfen. Ja, das ändert aber nichts an der Tatsache, dass es auch hier im neuen Bund in unserer Zeit vorkommen mag, dass wenn Menschen wiederholt nicht bereit sind, Gottes Stimme zu hören oder auf das zu hören, was er gesagt hat, dass dann der Ton Gottes ein bisschen rauer wird und Propheten sich auch im neuen Bund in unserer heutigen Zeit quasi in der Situation befinden, auch das eine oder andere ernste Wort von Gott weitergeben zu müssen. Aber es sollte natürlich immer mit einem, sag ich mal, mit einem Ton von Ermutigung und Liebe geschehen und auch mit dem ganz klaren Ausweg zu sagen, aber
Hier ist ein Weg offen. Ja, ihr könnt umkehren und einfach Wiederherstellung erfahren, indem ihr euch einfach Gott hingebt und auf ihn hört. Okay, also hier ist ein Unterschied, wenn es um den Ton geht und die Art und Weise und auch was für einen Ausblick wir schaffen können. Aber das ändert nichts daran, dass Gott manches Mal Propheten benutzen wird, auch in unserer heutigen Zeit und auch in der Zeit, in die wir hineingehen, um ein ernstes Reden von ihm freizusetzen. Okay, ich hoffe, das ist jetzt ganz klar geworden und es ist super spannend, sich damit zu beschäftigen, aber ich glaube, dass wir auch hier eine Reformation brauchen, dass wir ein Verständnis brauchen, was ist der fünffältige Dienst, und vielleicht hast du mein Video noch nicht gesehen zum fünffältigen Dienst, das ich vor einigen Tagen gepostet habe. Schau dir auch das an. Ja, wir brauchen in unserer Zeit, in den Gemeinden, in der Gemeinde Jesu unter den Christen ein gutes biblisches Fundament. Was ist Leiterschaft? Was ist der fünffältige Dienst? Was sind die Propheten? Und wofür brauchen wir sie, damit wir alle miteinander den Auftrag Gottes erfüllen können? Okay? Also, in diesem Sinne, ganz viel Segen dir und bis dann.